Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zur allerersten Common News-Folge für 2023. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Wir schauen heute nochmal zurück, was sich im Dezember auf dem Netzwerk verändert hat. Unter anderem haben wir nämlich einen neuen Spielmodus bekommen, nämlich Bingo. Das Grundprinzip von Bingo dürfte, denke ich, vielen von euch geläufig sein. Es geht darum, es werden Lose nacheinander gezogen und am Ende gewinnt die Person, welche 5 Zahlen in einer Reihe zu einem Bingo vereint hat. Und ja, bei dem Spielmodus geht es darum, genauso wie beim echten Bingo, man erhält eine Bingo-Karte und auf der Karte sind alle Items aufgelistet, die es in der Runde zu sammeln gilt. Und dort geht es dann nach Schnelligkeit. Wer hat als erstes eine Reihe voll und gewinnt damit die Runde? Dann haben wir bei Gun Game eine neue Map hinzugefügt, nämlich Christmas, passend zu Weihnachten, und auch noch die Top 5 Hologramme für die 30 Tage und Alltime Stats hinzugefügt. Außerdem auch noch kleinere Veränderungen am Level-System vorgenommen. Kommen wir nun zu TTT. Dort haben wir in der Wartelobby einen Villager hinzugefügt, welcher eine Shop-Übersicht beinhaltet und eine Inventarsortierung, worin ihr schon mal eure Inventare vorsortieren könnt. Außerdem haben wir auf den Maps, in denen man ins Void fallen kann, den Todesfall, also man stirbt dort nun viel früher. Dann haben wir nach vorne gezogen. So spart man auch mal ein wenig Zeit. Und bei Bedwars haben wir in CWBW den Preis von Slime von 2 Eisen auf 1 Gold geändert und zusätzlich auch noch in Bedwars die maximale Spawnrate von Diamanten auf 6 Diamanten pro Spawner erhöht. Außerdem gab es auch noch Veränderungen auf dem Netzwerk, denn das Netzwerk ist nun auch mit der Version 1.19.3 betretbar. Dann haben wir auch noch die Anzahl der Hauptlobbys etwas reduziert, damit einfach ein wenig mehr los ist auf den Lobbys, weil zu manchen Tageszeiten halt dort nicht so viel los war. Und sobald mehr Spieler online sind, werden natürlich auch weitere Lobbys gestartet. Außerdem gab es auch noch beim Goldshop ein Update. Dort wurden die Preise hier und da reduziert. Mit Gold könnt ihr euch ja Ingame Premium kaufen, Subpremium, Trails, Taunts und Killsounds. Eine Menge könnt ihr damit machen und Gold wird auch weiterhin ausgebaut auf dem Netzwerk, also was man damit so machen kann. Das wäre es jetzt aber für die Folge der Common News. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß auf dem Netzwerk. Schauen wir mal in der nächsten Folge, was so im Januar 2023 jetzt passieren wird. Wir sind auf jeden Fall schon an coolen Updates dran. Und ich sage jetzt, haut rein und tschö mit Ö.